Hallo Leute, ich habe euch mal wieder eine Figur mitgebracht. Diesmal ist es Onkos, der Zauberland, reiche mir den Elfenhand. Ja, ihr kennt es bestimmt aus den Hörspielen von He-Man. Ja, und da gibt es ja den guten Orko. Ich fand den immer in den Hörspielen sehr, sehr nervig, aber ein paar Hörspiele habe ich, aber der gute Gaso hat ja irgendwie alle. Und da hatte ich dann auch schon mal reingehört. Ja, die sind ganz, ganz gut, die Hörspiele. Aber Orko war da schon mal ein bisschen nervig. Aber ich finde ihn als Charakter auch ganz lustig und deshalb habe ich mir halt mal den Funko Pop davon gekauft. Die Symbiose zwischen Masters und Funko Pop ist mal eine gute Sache. Ihr habt da als erste vorne so schön das Sichtfensterchen, wie man halt bei den Funkos gewohnt ist. Und was ich hier gut finde, dass der Orko hier so schön reinragt mit diesen Ohren und so. Könnte man sich schon fast ausschneiden, aber um Gottes Willen nicht die Funko-Pop-Verpackung zerschneiden. Ich weiß, Nerd zerschneidet keine Verpackung. Ja, kommt drauf an, wenn sie ganz kaputt ist und die gute Post die kaputt gemacht hat oder sonst wer die transportieren, dann schneide ich die auch schon mal und mache mir ein schönes Lesezeichen raus. Ja, dann haben wir hier an der Seite nochmal den Orko, schönes Artwork. So haben ja viele den im Laden, weil er weniger Platz wegnimmt. Und hier habt ihr im Hintergrund auch diese grünen Steine von der Burg. Ja, wie von dem Spielzeug damals. Finde ich schon mal eine gute Idee. Dann haben wir hier auf der Rückseite noch ein paar andere, die ihr hier sehen könnt. Skeletor und He-Man und Beastman und Evelyn zum Beispiel. Die habe ich mir auch geholt. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Den Rest habe ich nicht. Ja, so ein, ich überlege mir, ob ich mir vielleicht noch welche davon hole. Solange man noch welche bekommt, meistens sind die auch mal schnell vergriffen. Es gab ja damals die erste Serie von He-Man, vom Funko Pop und ich stand vor den Figuren damals zu normalen Preis und habe sie nicht gekauft und mittlerweile sind sie vergriffen und man zahlt da viel Geld für. Ja, und hier habt ihr nochmal dieses Seitenfenster. Aber wir sind ja hier, um den guten Orko mal auszupacken. Ihr wisst ja hier, wir haben ja keinen Tesafilm, kann man ja so rausziehen und dann ziehen wir ihn mal raus aus der Verpackung und gucken uns den mal von nähern an. Das ist ja das Schöne für alle Sammler, kann man, gut, man kann jetzt sagen, ah, da ist vielleicht ein kleiner Knick drin, würde ich nicht auspacken, aber ich möchte die Figuren auch mal sehen und gucken, was die Leute da so gemacht haben mit den Bemalungen. Es ist nicht immer die beste Bemalung, aber die sind ja auch sehr günstig. Aber was ich jetzt hier so auf den ersten Blick sehe, sieht schon eigentlich sehr gut aus. Er hat ja halt diese Knopfaugen, weil Funko hat ja meistens schwarze Knopfaugen. Hier haben sie halt die gelben gemacht und dafür ist dann halt... Es bleibt ja nicht viel von der Funko-Figur praktisch übrig, weil diese typische Form geht hier ein bisschen verloren. Aber das tut den Orko eigentlich ganz gut. Ja, dann habt ihr hier vorne das schöne O drauf für Orko. Ne? Dann haben wir hier unten so einen Stand. Er schwebt ja praktisch. Finde ich auf jeden Fall ganz cool gemacht und ja, was ganz cool ist, ist echt dieser Zauberstab. Ja, der ist aber fest drin, den kann man nicht bewegen. Ich habe gesehen, beim Merman, da ist das teilweise, weil der den in beiden Händen hat, oft verbogen. Ich habe den Merman schon in der Hand gehabt, aber das hat mir dann nicht ganz so gut gefallen und dann hatte ich ihn doch im Regal stehen gelassen. Aber Orko hat mir doch da ein bisschen besser gefallen. Hier habt ihr, wie gesagt, den magischen Stab mit seinen blauen Händen. Dann drehe ich hier mal ein bisschen von der Seite. Dann sieht man hier seine Ohren, die hier rausgucken aus diesem orangefarbenen Teil. Erinnert mich so ein bisschen immer an so einer, ja, so eine Mischung zwischen Kirchenglocke und Mohrrübe. Also, ich weiß nicht, ob das auch so stark orange ist in den Zeichentrickfilmen oder in den Comics, ob das damals so war. Aber ich glaube ja. Dann sieht man hier nochmal von der anderen Seite. Sieht auch super aus, aber hier auf dem Rücken, wie ihr seht, ist nichts, also da sind jetzt nicht große Details, aber es ist ja auch mal charakterabhängig und Orko wird wahrscheinlich jetzt hier kein Rückentattoo oder so haben und freien Rücken oder sonst irgendwas. Ja, er hat ja das berühmte O drauf für Orko aus dem Zauberland, ja, so sieht er ganz gut aus. Und ja, hier haben wir die Augen nochmal und so ein Tuch, was er da drum hat. Ich bin schon ganz froh, dass er jetzt nicht redet, weil sonst, ja, dann würde ich das Review ganz schnell beenden mit seiner Fistelstimme. Ja, ich hoffe, nee, doch nicht. Ich zeige euch den noch ein bisschen, weil eigentlich bin ich jetzt schon durch, weil da gibt es nicht ganz so viel zu gucken, der hat nicht so viele Details. Er hat einfach nur halt einen Umhang und so eine Art Schal, da kann man halt nicht so viel zeigen. Es ist eigentlich sehr einheitlich, aber ich bin diesmal, muss ich sagen,
von der Bemalung total begeistert. Ich sind jetzt keine Sachen, wo ich jetzt hier was zu meckern habe. Da ist nichts übergemalt. Es sieht, da hat einer wirklich Orko richtig lieb gehabt, wo er ihn bemalt hat. Da hat einer Spaß gehabt auf jeden Fall. Ja, den Orko wollte ich euch dann hier zeigen. Ansonsten schaut mal wieder rein. Ich mache jetzt öfter mal wieder Funkos. Ja, oder irgendwas anderes, was hier auf dem Kanal hat. Oder kommt auf meine Facebook-Seite. Da poste ich dann auch manchmal ein bisschen unter Nerdmaster. Ich sag da mal, bis denn. Ciao.